Kennt ihr noch die Kinder im Eukals in Rot mit Kirschgeschmack, wilde Kirsche? Die waren doch eigentlich immer lecker, oder? Ja, und dazu hat Two Foods jetzt eine Sonderedition gemacht mit im Eukal zusammen, nämlich den Two Foods Minishot. Ja, der sieht fast 1:1 aus, ist eine offizielle Kooperation. Und die kleinen Feinheiten und wie er schmeckt, das erzähle ich euch jetzt im Video. Willkommen bei der Foodschau! Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen, Two Foods hat einen kleinen Smoothie. Ja, Two Foods Smoothie sieht aus wie Kinder im Eukal. Und es ist keine zufällige Anspielung, es ist wirklich darauf gemacht und ist mit Eukal zusammen gemacht worden. Es ist also wirklich die Absicht, euch diesen kleinen Smoothie, der leider nur wieder in limitierter Auflage zur Verfügung steht, genau an eure Lieblingskinderbonbons vielleicht von damals zu erinnern. Und da ich die durch Zufall gesehen hatte, nur nachträglich im Laden, dachte ich mir, jetzt komm, jetzt machst du ein komplettes Testvideo, weil ich hatte ihn mir gekauft, aber gar nicht getestet für euch. Also ich habe ihn zwar schon probiert, ich weiß schon, wie er schmeckt, da wird das Video jetzt auch relativ kurz. Ja, was ist es? Kurz gesagt, was ich gerade schon erwähnt hatte, es ist an sich das Bonbon in Smoothie-Form. Was bekommt ihr hier? Ich blende euch die Zutaten und Nährwerte jetzt einfach ein, wie immer. Zack, hier oben habt ihr sie jetzt wieder stehen oder da, irgendwo stehen sie jetzt, die Zutaten und die Nährwerte. Aber es ist wirklich ein Mix, der daraus geht und hier ist noch zusätzlich ein bisschen Menthol drin. Und ich kann euch sagen, das Menthol ballert hier ordentlich nach. Also nachdem du den getrunken hast, denkst du so, okay, jetzt ist es weg und dann hast du wirklich im Rachen so eine richtige Mentholgeschichte. Sehr, sehr angenehm. Jetzt wollte ich hier mal gucken, ist eigentlich hier auch Menthol drin? Ich habe die ewig nicht gegessen. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die mögt oder ob ihr die ewig oder wann ihr die das letzte Mal gegessen habt. An sich hat man an sich an die nur gute Erinnerungen, finde ich. Also ich habe keine negativen Erinnerungen an diese Bonbons. Doch, hier ist auch Menthol drin. Ja gut, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Kalorienmäßig könnte man parallel mal gucken. Das hat an sich je 100 Gramm 236 und das hat 49. Ist also besser als ein Bonbon. Hält dafür länger das Bonbon. Es gibt sogar die Sorte Waldbeer-Honig steht hinten drauf. Aber naja, ich bin jetzt gespannt nochmal mit euch zusammen, euch zu sagen nochmal, wie es schmeckt, einfach nur diese Erinnerung aufzurufen. Wie gesagt, das ist ein ganz kurzes Video. Ihr kriegt die Flasche bei Rewe vereinzelt. Also ich habe sie bei Rewe schon jetzt zwei gefunden davon. Ich habe zwei von denen. Das ist noch eine dazu. Eine haben wir schon getrunken. Meine Freundin will auch das Glas aufheben, weil sie das ganz praktisch mal findet für Dressing oder so, wenn man schon abfüllen muss. Und ey, ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet. Ich habe das jetzt ein bisschen überblendet. Ich drehe das nochmal zu. Die Flasche ist ja auch mega süß und ein bisschen aggressiv. Es ist natürlich der kleine Two Foods Junge, Two Foods, der kleine Eukal Junge drauf. Hier hält er ja den Daumen nach oben. Ne? Hier macht er so. Der hier zeigt euch den Mittelfinger. Unten mit Kirschgeschmack, 100% Bullshit-frei und fuck off Husten. Es ist halt ein bisschen natürlich dieses Drücken von Two Foods, das so ein bisschen abgedrehter zu machen, aber es ist einfach eine coole Edition, finde ich. Allein, auch wenn du nicht Sammler bist, ist die Flasche einfach was Tolles. Ich zeige euch einmal kurz die Farbe. Oh, hey. Damit ihr die auch einmal seht. Ihr seht, das hat so einen richtig schönen tiefroten Ton. Und es riecht wirklich, es ist das Geile auch, wenn ihr das aufmacht und ihr habt ewig nicht diese Bonbons gegessen, ihr habt sofort das Bonbon in Erinnerung. Es riecht 1:1 wie dieses Bonbon. Es ist Wahnsinn. Es ist einfach so ein toller alter Geschmack, aber so eine Geschmackserinnerung, die da in den Kopf hochkommt. Und daraufhin habe ich mir die Bonbons dann gekauft, weil ich die Bonbons gesehen habe, nee, jetzt brauche ich die Bonbons auch mal wieder. Auch wenn es jetzt wieder wärmer wird. Und geschmacklich. Ich trinke jetzt mal hier draus, dann kann ich hiervon gleich noch ein Bild machen. Schmeckt es halt wie dieses Bonbon. Vielleicht im Abgang nicht ganz genau, aber am Anfang hast du wirklich diesen reinen Bonbon-Geschmack auf der Zunge. Leicht süß, leicht säuerlich, schmeckt nach Kirsche. Das Menthol, wie gesagt, jetzt fängt das Menthol an zu wirken, so ein paar Sekunden später merkst du es dann im Rachen. Also echt eine tolle Geschichte, dieser kleine Two Foods Smoothie. Schade gefühlt, dass er nur so klein ist. Also ich hätte mir auch einen großen gewünscht, aber es ist halt ein Shot. 99 ml, pfandfrei. Wenn ihr Glück habt, findet ihr den noch. Ich wollte ihn euch auf jeden Fall mal zeigen. Auf jeden Fall eine tolle Edition. Die Gläser finde ich auch sehr süß. Sind die was für euch? Habt ihr ihn schon probiert? Mögt ihr die Eukal-Dinger? Habt ihr die schon mal, wie gesagt, gegessen? Oder habt ihr eine gute Erinnerung dran? Oder esst ihr sie noch? Oder lutscht ihr sie noch? Ich bin gespannt. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Bob.